Riveru und willkommen zurück zur VDL. In dieser Woche, in der vierten Spielwoche, gegen den guten Tobi mit seinen, oh Gott, Forge Gas di Inferno. Wahrscheinlich eine Anspielung an One Piece, I would assume. Kind of. Wir sind zwar noch ein bisschen erkältet, aber zum Glück nicht mehr so krass, deswegen können wir wieder mit Mask starten, das heißt The Golden Age is back. Und ja, sagen wir so, wir haben gegen Tobi keinen guten Track Record. Das kann ich schon mal sagen. Aus welchen Gründen auch immer, verliere ich in Draft liegen fast immer gegen ihn. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass seine Team-Comp irgendwie immer so ist, dass die meine countert. Aber jetzt nie, weil es beabsichtigt ist, sondern weil es irgendwie scheinbar vom Playstyle so ist. Oder dass ich immer lost bin, weil das Problem ist, ich hatte wirklich die Woche überhaupt keine Zeit, auch heute wieder nicht. Heute wäre theoretisch der Tag gewesen, an dem ich gutes Teambuilding hätte machen können. Dann kamen aber tausend Sachen dazwischen, so dass ich quasi 20 Minuten vorher anfangen konnte, dann noch schnell Gen und jetzt sind wir hier, wo wir sind. Das heißt, effektiv, ja, hat man nicht viel Zeit dafür. Wir haben zwar was dabei, es ist quasi aus der Not geboren und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird. Ich vermisse scheinbar jetzt schon wieder offensives Mimik. Entschuldigung. Oh, sorry. Sorry. Offensives Mimikyu, aber naja. Am 2 ist das halt auch mal so. Searching for Trainer. Thank you. So, genau. Genau, wenn ihr irgendwie, Kaffee-Junkies seid oder Energy-Drinks mögt und eine Alternative sucht, dann schaut gerne bei unserem Partner Holy vorbei. Hier in der Adresse eingeblendet. Holyenergy.de mit unserem Code Warrior spart ihr 10% eure Bestellung. Haben wir auch jetzt gerade aktuell eine exklusive Lizard, so eine draußen Lizard Lemon. Probiert es einfach mal. Holy ist, wie gesagt, also die achten sehr auf Produktqualität, das heißt, nur natürliche Aromen, nur natürliche Farbstoffe, ausgewogener Vitaminkomplex und so weiter und so fort. Also, mir persönlich tut es gut. Wenn ihr das mal testen wollt, schaut doch mal vorbei. Vielleicht wäre es was für euch. So. Genau. Ich habe. Das Team von Tobi ist halt auch scary as hell. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Das Ding ist, ich könnte zum Beispiel den, also, eigentlich müsste seine Idee sein, für Sonne oder Trick Room zu gehen, also beides mitzubringen. Mit Hitmonlee vielleicht zusammen und vielleicht Rotom. Ich weiß halt nie, wie der Mimikyu quasi sowas wie Scorchomp, Crawdant oder Hitmonlee im Voraus schon rausscared. Also wie es ihm beim Teambuilding quasi rausgescannt hat, die überhaupt mitzunehmen. Ich hoffe sehr, denn ich habe es nicht mit. Was aber einfach daran liegt, erstens weil, also ich finde Golisopod sieht halt schon geil aus gegen das Team. Da brauchst du quasi aber Coverage-Stuff. Ich für mich habe herausgefunden, das werden wir mal heute angehen, mal gucken was klappt. Also was wir mitbringen ist erstmal, das werde ich euch mal zeigen, so. Wir bringen jetzt diesmal, diese Woche endlich das Eject Pack Mianzhou mit. Voice Band Slow Excadrill. Und Safety Goggles Rotom Heat, einfach weil er Venusaur dabei hat, tatsächlich. Wenn ich keinen Bock habe, also ich zumindest irgendwas brauche, was das Sleep Powdering verhindert. Problem ist, wir haben keine Fire Coverage drauf. Könnte problematisch werden, gebe ich zu, aber naja, wir werden sehen. Ich, wie gesagt, hat nie viel Zeit. Ein Focus Sash Aerodactyl und tatsächlich kommt dann Live Orb Golisopod, was tatsächlich, glaube ich, ein Speedpunkt schneller ist als unser Excadrill. Ich sage aber gleich was dazu und ein Choice Bags Hydreigon. Hintergrund war einfach, ich habe überlegt, wenn er Expanding Dawn bringt, wie verhindere ich das? Und Life Orb, Leech Life, one-shotted in DD Female, wenn es nicht Sash ist, hoffe ich nicht. Und
Ein Band in Ironhead würde dann Indy die rausnehmen. Oder halt ein Flinchen. Whatever. Aber das ist so der Plan. Ein anderer Plan ist tatsächlich mit Aerodactyl Sandstorm zu setten. Und dann ein Bandit Sand Force EQ rauszuknallen. Was sehr heftigen Schaden macht. Ich habe so ein bisschen Angst vor Rotom und vielleicht auch ein bisschen vor dem Sand Mode. Vor Hitmonlee auch so ein bisschen. Also. Deswegen wäre tatsächlich so wahrscheinlich Mimikyu geil gewesen, aber wenn er jetzt Rotom dabei hat, ey, Props to him. Okay, er hat es nicht mit. Gut. Er hat tatsächlich so ein bisschen das mit, was ich erwartet hatte. Das heißt, aber er könnte Weatherball dabei, was scheiße ist. Okay. Okay, was war das jetzt? Ja, cool. Let's go again. Ich pausiere mal und dann sehen wir uns im Kampf wieder. Und da sind wir wieder. Bei ihm ist scheinbar das WLAN ausgestiegen. Kommt von Zeit zu Zeit mal vor. So. Wenn wir kurz Discord, müssen wir eine Überlastung sondergleichen haben. Ah, es ist so ein bisschen, was ich schon erwartet habe, so ist nie. Wir hätten einen White Guard. Das heißt an sich, da ich Rotom hatte, jetzt auch kein super safe Switch in Close Combat, besides Hattery. Das Ding ist, ich habe halt ein Riesenproblem, wenn ich das jetzt verfehle. Ich gehe für den Lead, auch wenn ich weiß, es ist super risky. Super risky. Ich das tun. Ich muss tatsächlich. Es ist echt krank schwierig, du. Ein Dragon brauche ich quasi und nehme aber War Tools noch mit wegen dem Sash. Kann ich natürlich nicht als Switch-In verwenden. Die Frage ist halt, was er jetzt macht. Wenn er den Sun Mode leadet, habe ich ein Problem. Das ist halt das Problem bei ihm. Es ist so eine 50-50. Ich meine, Sleep Powder kann trotzdem missen. Und es kann auch sein, er spielt wirklich Sleep Powder. Muss man auch sagen. Ich hoffe jetzt einfach mal, er lebt mit Indidio und Hatterene. Aber ich habe keine Ahnung. Wenn er Sunmode bringt, habe ich ein Problem. Trade. Trade ein Problem. Okay. Okay, nice. Okay, let's see. Is there a terrain? Shiny Gold Isopod, ne? So sexy. Okay. That's good to know, because no Sash then. So, was wir jetzt machen, ist, wir machen das, was wir halt auch geplant haben, ne? Ich habe gekalkt. Also, selbst Max HP, Max Defense müsste es rausnehmen mit Lightbow. So, dann gucken wir mal, ob das klappt. Sehr nice. Das heißt jetzt, es kann natürlich sein, dass Hatterene Sash ist. It's likely. Das muss ich gleich wissen. Aber auch flinchen. Ja, geil! Ja, oh, sorry. Oh, geil. Es hat funktioniert. Die Strat hat funktioniert. Ah, so geil. Weil anders habe ich keine Möglichkeit gefunden, außer zu flinchen, diesen Lead zu gewinnen. Frankie. Okay. 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 I dig you, I dig you. Eruption ist natürlich risky, ne? Ich glaube, es ist am sichersten, wenn ich das so mache. So. Ja, ich protected. Ja. Ja. Oh, super. Super. Okay, er hat wieder Automatize. Er hat das schon mal gespielt, ne? Und Eruption vermutlich, ne? Flamethrower.
Okay. Das wird trotzdem halbwegs tanken. Ja. So. Geht trotzdem für den Move. Und ich glaube, ich muss trotzdem für Liquidation gehen. Ja. Okay. Oh, wir leben den. Sehr nice. Okay, Frankie hat Sash. 30. Wigan Pulsen? Zum Glück haben wir den gedoubled. So. Aber wir sind halt nie. Wir sind Bulky High Dragon, wir sind halt nicht Speedy. Weil ich keinen Sinn darin gesehen habe. Weil er hätte, wenn er hinten um die fährt oder. Okay, das wird sehr wehtun auf alle. Ist aber nicht schlimm. Es geht ja hier nie darum. Die Differenz ist ja. Ist jetzt für mich alles okay. Es ist alles fein. Weil. Erstens haben wir uns Sash, zweitens kann das, er kann das nicht mehr gewinnen. Also die Runde geht auf jeden Fall an uns. Deswegen, warum riskieren? So, ein Nerf, kann keine Beere essen. Wir wissen schon mal, dass es wieder mal Weakness Policy Aggron ist. Wieder mal. Mit Sturdy macht es auch durchaus Sinn. Also, durch das dort unter ist. Der hat das, glaube ich, Woche 1 schon mal gebracht. Und einfach, weil ich nicht missen möchte. Will ich das jetzt schon revealen eigentlich? Ne. Ne, wir machen jetzt einfach Rock Slide EQ. So. What the fuck, was Crit? Krass, das macht ja Hardcore Schaden. Not gonna lie. Er kann halt jetzt auch am Schaden nicht abschätzen, was es ist. So. Ja gut, den Crit, aber also nein. Das ist jetzt nicht so. Du hast meine GGs an Tobi. Das Ding ist, ich hasse es halt immer, wenn du dann denkst, ja, der Gegner, also normalerweise ist es so, wenn man gewinnt, liegt man mit demselben Lied. Nur ich bin halt jemand, der macht das eigentlich nie, weil ich denke, der Gegner adjustet und ich baue dann quasi gegen das Adjustment. So, Frankie könnte problematisch werden. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er es selber jetzt nochmal macht. Aber Venusaur sehe ich halt jetzt so, ne? Wenn ich ehrlich bin. Automatize? Würde so. Ich weiß nicht. Crawdon könnte halt jetzt auch kommen. Wobei, Leech Life, ich weiß nicht, ob das so der Play ist. Wobei Support hat allerdings riesen Probleme in der Sonne. That's a fact. Matter of fact. Das Ding ist allerdings, wir könnten Wartooth lieben mit Pydreigon und haben eigentlich so gegen fast alles irgendwie ein Matchup. Könnten den in the back halten, weil er wie gesagt gegen den Rest eigentlich ziemlich gut ist. Ich glaube, Mienshaw lasse ich halt in dem Matchup echt zu Hause. Ich meine, es ist gegen ein paar Sachen gar nicht schlecht. Auch so White God Sachen, muss man schon sagen, sind schon gut. Aber irgendwie fühle ich es nicht. Also, es kann aber gut sein. Allerdings ist es mehr Support, also Foul Part und Boneless sind halt eher Support. Ich gehe jetzt einfach dafür. Das Ding ist, was ich jetzt mache, ist quasi, ich will guten Chip rausholen mit Specs Hydreigon, den er eigentlich quasi nie one-shotten kann. Das hat mir jetzt schon mal Body Press, Claw, Algonite, High Defense, aber am Ende bringt es dir wahrscheinlich nichts. Die Question ist halt, selber Lead. Jinbei. Okay. Ich glaube, das ist okay.
in die Bären. Psychic Surge. Er wird bestimmt erst Lee spielen, oder? Schwierig, ob ich das jetzt riskiere, ne? Sehr schwierig, weil klar kann es flinchen. Aber ich brauche was gegen Jinbei, right? Also hole ich mir erstmal zurück, weil wir sind ja Sashed. Das heißt, Destinate Aqua Jet kann er machen, weil wir sind Flying Type. Ich weiß aber nicht, ob er das macht. Gut. Es kann ja trotzdem zum Flinchen führen. Das Special, okay, er hat es ja schon mal gebracht, ein Special. Ein Explaining Dog. Oh, Diglim, okay. Was davor? Ich hab kein Protect mehr. Das gefällt mir nie. Ja, wir müssen es machen. Das müsste eigentlich killen. Das sind Specs. So. Es gibt immer ein bisschen Leben wieder, das ist ja wichtig. So. Jetzt kommt der Sun Mode und das ist das, was ich absolut zum Kotzen finde. Ja, Sun Mode. So. Ja, exakt. Ich glaube, das haben wir verloren. Das Ding ist, natürlich kann ich auf Struggle Bug gehen. Vielleicht hilft mir das sogar dann mit einem Bandit EQ das Ding zu beenden. Vielleicht. Das Problem, was ich jetzt nur sehe, ist, wenn er mich vorher hittet. Wenn mich rauskickt, kommt ja Excadrill rein. Das will ich ja auch nicht. Ja. Exakt. So. Jetzt sind zum Glück Specs. Klar sind wir minus 2. Scheiße, aber. Macht halt trotzdem noch ganz guten Schaden. Können es fast riskieren, ne? Das Ding ist, ich weiß halt jetzt nie, ob ich in Excadrill gehen will. Oh, es ist anstrengend. Ne, ich weiß nicht, ob ich in Excadrill gehen will. Ich meine, er kann mich ja rauskicken. Ist es Specs? Oh fuck. Are you sure? Serious.
Warte mal, wenn er locked ist. What if he is locked? Weatherball killt uns eh. Kill Life Orb, vielleicht ist es Specs. Okay, also die Eruption leben auf jeden Fall. Und komm, Spandit. Yes, man. Win! Yes! Weil der Specs Venusaur ist. 100%. Ich wollte erst reinwechseln in Excadrill, aber das Ding ist, ich wusste nie genau, wenn er mich baitet. Das ist vorbei gewesen. Ich meine, gut, wenn er jetzt noch Weatherball ist. Ah, der muss doch Specs sein, oder? Ja, der ist Specs. Oh, okay, nice. GG, Tobi. Das war das Problem. Ich hab so ein bisschen vermutet, dass es Specs ist. Aber dann dachte ich mir so. Aber wenn er Specs wäre, warum sollte er dann Sludge Bomb spielen? Anstatt Weather Ball. Das war so der Gedankengang, wo ich dachte. Oder Giga Drain. Ich meine, warum Sludge Bomb? Weil was hatten wir denn vorher dabei? Also, nee. Also ich wüsste halt nie, warum Sludge Bomb der Play gewesen ist, anstatt Weather Ball oder anstatt Giga Drain zu spielen, weil das hätte ja ordentlich Damage gedrückt. Ich glaube, da hat er Tobi ein bisschen verchoked, so, ne? Also ich im Endeffekt auch, weil dann hätte ich natürlich in Edgar gehen sollen. Aber das Ding ist, das Risiko war viel zu hoch, dass er nie Specs ist und dann mich quasi baitet. Ich denke, okay, dann kann ich jetzt in Excadrill gehen und dann kommt der Weatherball. Das wäre halt auch nicht so geil gewesen, weil es hätte ja auch Expert Belt sein können oder sowas, ne? Wir haben den Draco jetzt noch gemisst. War halt auch nicht so geil, aber ich meine, passiert halt. Der Chip hat gereicht. Insofern haben wir jetzt 2-0 wieder gewonnen. Ja, mega gut. Trotz geringer Vorbereitung. Also ich hatte ja ein paar Modes dabei, ich konnte leider den Sand Mode nicht so bringen. Hat er wieder mal Special Crawl angebracht. Bin ich ja Fireball. Ja, aber ich glaube, es war auch für Tobi kein super easy Matchup. Also uns beide nie. Hat so. Es hatte so sein Für und Wider tatsächlich. Am Ende lief es jetzt ganz gut für uns, muss ich zugeben. Bin auch ganz glücklich. Hätte ich jetzt am Ende wahrscheinlich mehr auch mitnehmen können, aber es wäre am Ende auch nicht so geil gewesen. Deswegen bin ich froh, dass ich es zu Hause gelassen habe, weil Logik Crawdant. Ich glaube, der Lead, den wir hatten mit High Dragon und Exke hat schon das meiste gecovert. Ich hätte ja auch Glide Support gehen können. Ich habe ja Glide Support und habe ich das? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geleadet habe. Aber ich denke trotzdem, overall rein vom Positioning war es okay, weil das Ding ist, er hat halt so einen Böller-Kader. Wenn er entweder der knallt ich mit Expanding Force und Adaptability raus oder mit Eruption, Weatherball, Leafstorm Stuff und oder Aggro noch, der ist auch sau stark, wenn er richtig Setup bekommt mit Weakness Policy. Also es ist nie einfach, ne? Da muss man echt abwägen. Also das Ding ist, ich kann nicht einfach was reinschmeißen in sein Team. Weil das kriegt so viel Chip, das kommt quasi das ganze Match über dann wahrscheinlich nicht mehr aus dem Problem raus. Wie gesagt, ich hätte gern Sandstorm gesettet, aber leider hatte er Trollcall halt noch in the back und ich hätte dann eher Aerodactyl mehr aufsparen müssen. Aber das Ding ist, ich wusste halt auch nicht, was er vorhat mit Indie, das war halt auch mein Problem. Auch noch mit Crawlern, wenn er nämlich mit Sword Stance reingegangen wäre, hätte ich halt ein Problem gehabt. Und das konnte ich ja nicht zulassen. Das ist das, was ich meine. Also Risikoabwägung. Wenn ich den jetzt die Möglichkeit lasse zu setupen, habe ich ein Problem. So, also dann muss ich halt versuchen, das zu verhindern und meine Odds irgendwie zu spielen und zu hoffen, dass ich einen Clinch zum Beispiel kriege auf dem Rockslide oder so. Ging nicht anders. Insofern, ja, ich finde es okay. Wie es am Ende war. Ich hätte, oh ja, stimmt, Second Game hätte ich Boy Support.
Oder Kühlin mitten habe ich ja leider nie gemacht, aber ist okay. Ist halt auch ein bisschen risky gewesen. Puh, so, jo, dann vielen Dank fürs Reinschauen. GG an Tobi, schaut auch bei Tobi vorbei. Ich glaube, der hat entweder auf Twitch gestreamt oder vielleicht auch geladen. Gucken mal, wir sind jetzt in der vierten Woche mit 2-0 rausgegangen. Das heißt, wir stehen jetzt so mal um 8-0. Was eine geile Bilanz ist, ich freue mich. So gut waren wir, glaube ich, noch nie unterwegs. Auch der einzige bisher. Die Season in beiden Gruppen bin ich der einzige mit einer Nuller-Differenz. Finde ich cool. Das Team ist Liebe. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Der Rex ist raus. Habt ein schönes Wochenende, Sonntag. Whatever. Macht's gut. Tschüss.